Ja, ich freue mich, dass wir morgen noch hier in diesem März sind. Zwar, wenn man es vielleicht nicht alle sagen kann, wie nun wir all gesagt werden, wer wir wären. Und eben geht es hier wieder um von dir, um wieder Gott sein Wort zu lernen. In seinem Wort hat er uns wieder für uns haf. Ich dachte, ich will uns einmal in Thessalonicher, wo ein paar Verse begrüßen. Paulus und Timotheus, das hast du in den ersten Brief in Thessalonicher, 1 Vers 1 und 2. Paulus, Timotheus, Knechte Jesu Christi an allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt Aufsehern und Diakonen. Ich habe auch gesagt, das sind Philippa. Dann sage ich Vers 2. Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dort ist nicht genug, was du erst für uns, dort wie, glaube ich, nicht aussprechen kann, was mit uns geworden ist, nicht? Und wo groß und wo neulich dort ist, dort wie diese Genut einmal waren, an sie mehr haben. So, ans Thema von dir, das ist ein ganz interessantes, ich kann auch nie nicht eine Predigt über Mütterstag. Und Enrique, ich frage am gestern, was wird die Mensch für eine Botschaft? Und ich dachte mir, also wenn die Gäste, ich habe mir das gesagt, dass wahrscheinlich wird die vielleicht freuen, wenn die können ein Thema haben am Mütterstag. Und darauf habe ich auch gebeten, dass Gott würde genug schenken, was wir würden verstehen können, was wirklich Mütterstag meint. Und du sind viele Bibelfersen, wir wollen ein wenig von dort zu betrachten. Aber eigentlich hat von dir dann umdient, als Mütter und all dient, was die Frühmenschen sind von dir. Vielleicht habe ich ein Wunsch und ein Ziel, im Karten zu befreien. Und du darfst uns auch schon, wenn wir wollen, in Betracht nehmen, das. Aber ganz besonders für alle wie Männer. Wie Männer, wir würden nicht existieren, wenn dort nicht Mütters geben dort. So, du denke ich, geht der Thema doch noch mal an uns alle. Und du fragst mich so, dass Gott so wunderschön ist, dass er uns dort hat, gedacht, dass er uns durch eine Mütter, durch Mütterleib, einfach ans gute Welt bringt. Ein gut für uns, wir wollen beten, aber wieder an das Thema angehen. Wir uns hoffen dahin. Herr Jesus, wir kommen für dich, wir danken dir für diesen schönen Morgen. Wir freuen uns, dass du das Thema willst segnen, dass du willst reden, was dein Wille gefallen ist. Und besonders für die Mütter, was ich anstrengend, was hier zu haben, angestrungen, für dein Recht, die Kinder abzutragen und für uns Männer durchzusehen. Möchtest du dir das geben, was du willst reden? Amen. So, ich will uns einmal nennen führen in zwei Punkte, was in Mütterleib passieren wird, also wo am Mütter. 1. Mose Kapitel 3, Vers 16, wenn wir uns die Wörlichen falsch lesen. Dort sind sie bekannt, aber danach werden wir uns ihn einmal lesen. 1. Mose Kapitel 3, Vers 16. Du passiert aus dieser Früh, wo wir vielleicht fragen, wie es Männer sind, so leicht genächt, ob wir würden an der Früh vielleicht mit irgendeinem kleinen Ding so leicht beschuldigen und vielleicht auch beleidigen. Und das wird Abraham hier da. Abraham hat gesündigt durch Adam und Eva hat auch gesündigt. Und dann wird wieder dort Adam sehr hart gesündigt durch Eva. Aber ich will uns den Segenpunkt durchnehmen, was uns hier sagt in Vers 16. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. So, das erste Part von des Vers. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Das Vers, den erst eigentlich vielleicht, der frühes waren sich vielleicht gerade nicht gut, schwierig fallen, wurde am Gott uns deshalb abgelacht. Aber ich will die Mutter sprechen, der zweite Part, der sagt, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Der Schmerzenpart werden wir wirklich einladen, wie hier in uns überdacht in der Eröffnung. Was meint das, wenn wir berufen werden? Dort bedeutet auch, wir wollen wirklich leiden für Jesus, nicht? Und ich denke einfach, der Frühes, was hier bei uns von der, die wollen wirklich ein Kind gebären, für Wort, für Gottes Ehre. Und wenn sie nicht wirklich wie ihr warst, wenn Eva nicht wirklich wie ihr warst, zu gebären, hat die Welt nicht können, voll Menschen werden. Und dann hat wir nicht können, ab dieser Verhaltung hupen, dass du ein Tag wird ein Messias zu dieser Welt kommen. Wenn das wird geschaffen nicht. Wenn du nicht eine Mutter
leibliche Wesen den Mensch gewähren könntet, dann hast du eigentlich nicht eine Radung für uns. So eigentlich durch Eva weil wir einfach einmal getrennt von Gott, wie wir nicht sehr wirklich angehörsam wegen Adam und Eva, sie haben eine Last in sich. Und sie haben aber in ihnen Wellen. Sie können schäden, freiwillig. Und dort führt uns einmal alle in eine große Trennung vor Gott. Aber dort wir nicht das Ende von uns leben, sondern du jetzt fangen, dass ich an, dass Gott kann, von du wieder ich mal durch Eva geboren dort, nur dort jäuft das mehr Generations und dann wird noch jemand sehr wichtig in unsere Geschichte. Und dort ist Mose seine Mama. Dort existiert eigentlich die erste Kirche. Und dort folgt Israel. Und dort ist mir ganz besonders wichtig zu gucken, wo wichtig uns die Mütter sollen sein. Eigentlich wie war Jesus Christus erst das Zentrum in alles, Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber du tau aus Besied, aus dem Arm oder aus dem Gelied von dem Ganzen, weil wir wirklich uns dort zu horten nehmen, besonders für uns als Männer und Junges, vielleicht gut wie uns einmal blickaltig, vielleicht mit unseren Frühes, mit unseren Sestern, was immer hier in jenen Märchen an. Und darauf haben wir immer die Wichtigkeit betrachten, wo schon Gott hat doch oft gewählt und gemerkt, dass wir da einfach ein Volk Israel haben, während du auch eine sehr, sehr welche früh wir. Und ich würde ihn einmal fragen, wer weiß, wo Mose seine Mama heute hat? Okay, weil ich kann sagen, wer du heute hat. Wir wollen doch holen, dass Mose wird in Kauf geflochten und dann seine Mama da in den Kauf nennen. In dem Wutter, wegen sie wollen eigentlich alle Jungs in das ganze Land dort mehr, nicht so? Und dort wir wegen, du wirst eine Woche früh, eine Mutter, sie sagt, du wirst eine Schönheit in ihr sehen, und sie dort nicht gehorchen, was der König sieht, sondern sie hört Gott mehr. Und du tust heute, wenn wir uns einmal 2. Mose, Kapitel 26, Vers 59 lesen. 2. Mose, 26, Vers 59. Ich denke, ich kann ja auch recht. Das ist 4. Mose, Kapitel 26, Vers 59. Und die Frau Amrams hieß Joschebed, eine Tochter Levis, die dem Levi in Ägypten geboren wurde, und sie gebar dem Amram Aaron und Mose und ihre Schwester Miriam. So, ich denke, das ist wichtig, wir reden viel von Maria, von Eva und so eine Mütter schon dort. Und hier haben wir mir das eine Portobock ganz vor mir im Hort legen, dort wir würden betrachten, wo wir Mose sind in Mütter, wo wir sind. Und dort frage ich mich, dort sei wir wirklich ihr Leben zu risken, wenn sie sehr gut wollten, dort sei wir geschenkt werden oder irgendwie verboten werden, die Kinder im Leben zu lassen. Und soll dort über den König nicht mehr hören als Gott. Und soll flach einfach in China Curve. Und durch dort soll diesen einen Jungen bewahren, durch Gottes Kraft und Weisheit. Durch dort existiert eigentlich unsere erste Kirche. Und wir wollen noch, dass das Volk Israel erst viele Mal ein großer Segen gewesen für die Welt. Aber sie sind auch viele Mal aufgekommen von Gott. Aber einmal die Dach um den Mütterleib zu betrachten, frage ich mich, wo besonders das Mose, wie weit noch was ab in diesem Palast, sie wird abgenommen von dieser Prinzess, und together last, sie wird eigentlich Gott abgetragen, und sie will sich über einen anderen Weg heran in die Wüste nehmen, und Leute sich zu prägen, und together last, sie könnte ein großes Porten von dieser Bibel und von dieser ganzen Geschichte, was hinter uns all passiert ist. Und ich freue mich so vom Herzen, dass so eine Früh ist, dass das so wirklich wäre, ihr Leben zu geben, für so eine Mann, das dort abzutragen. So, wir wollen uns über den nächsten Punkt betrachten, der zweite Ursache,
ohne den Mutterleib würden wir nicht eine Rahrung kann. Und dort ist Lukas einverständlich und eindeutig. Du wie diese Maria, ganz besonders eine gehörsame Jungfrau, wenn wir uns zufällig den Vers lesen, den lesen wir eigentlich zu Weihnachten immer, aber wenn wir uns den Duvenio einmal bekicken, wegen wir uns einmal in den Mutterleib, in den Mütter betrachten, den Müttertag. Lukas Kapitel 1, Vers 30 und 31. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Vielleicht habe ich dort nicht krank verstanden, vielleicht habe ich dort nicht reich erklären, aber ich hoffe, ihr schenkt uns einmal die Weisheit zu erkennen und bekennen, wovon sehen wir denn erst, dass wir diese Botschaft gekriegt haben. Dort du wie diese Jungfrau Maria, in so kriegst eine Botschaft von Engel. Wir waren noch die früheste, wir in besonders der Bibelzeit, sie hatten gleich einen hohen Wert, sie waren gleich wohl so in Betracht genommen. Ähnlich, sie waren sicherlich verachtet, aber sogar nicht, sie würden wirklich wenig in Beachtung und in Betrachtung kommen. Und hier merken wir aber, wie wichtig in Gottes Ehe eine Mutter ist. Dort schickt eben ein Engel und redet einfach ganz direkt zu einer Frau, zu einer Jungfrau, und beraubt er, merkt er heute, dass er wird er ohne Mann, was er schwanger merken, und dort die sehen, was du durch er zur Welt kommst, dort wieder dort wollen der Rahmen kriegen. So, ich denke einmal zu dieser Eröffnung, dort zu betrachten, durch Eva, ja, wir verlieren einmal unseren Todtritt, unsere Schönheit, wo wir in Garten Eden haben, verloren wie durch unsere ersten Eltern, nicht wie einfach durch die Schuld. Und ich denke, die Schuld habe ich nicht geschrieben auf Adam, weil ich denke, Adam hat nicht genug Gemeinschaft mit seiner Frau. Und ich denke, dazu wird von dem Tag viel in unserem Leben mangeln, dass also früh waren sie, wo nicht Haft könnt sich haben, oder wo sie nicht Haft könnt beschenken, im Geistlichen, der meiste Part von dem Leben würde sein, wie Mann will nicht du für die Früh. Und ich würde einfach so stellen, wie wir unter sein, Adam wird auch ein Mann, auch ein Mensch, kann es wie Mann sein, hat vielleicht auch Probleme, die hat mit viel Kommunikation zu haben mit seiner Früh, und während er einfach du allein läuft, du Geburt an der dort der erste Sinn. So, dann haben wir wirklich keine Schuld auf Eva. Ab einfach nicht geben, während ich denke einfach bloß, wie Männer, wir sind einmal dort hoch, er war unsere Familie, und wenn du irgendwo Treufrand in der Familie dort geht nicht während der Früh dort dort, sondern irgendwo sehr wie Männer, zu weit auf in Kommunikation mit er. Und hier fangen wir dort Gott an, ganz besonders diese einfach mit Maria berauben, dort nur, wenn wir einen großen Abfall hatten, dort haben wir in der Brehe gemerkt, durch eine Mutter, durch eine gehorsame Jungfrau, dort wir nicht alle einen Zutritt haben zu Jesus. Und nicht nur zu Jesus, aber durch zu Gott. Während du wie wirklich eine frohe Mutter, eine demütige Frau, wo du wirklich wieder abzunehmen. Und ich denke, hier bin ich so, dass vielleicht all die frühe sind, dort. Die haben einfach ein änderliches Besorgnis, die wollen den Port fallen für den Herrn, und Gott wird ihn wieder segnen. Wir wollen wieder auch bekicken, was Paulus beschrift, zu Timotheus. Eine sehr wunderschöne, was ich durchgleichen davon, wo Paulus Timotheus seine Mutter in Betracht nehmen wird. Weil wenn du zu 2. Timotheus 1, Vers 5 einmal lesen, wir merken, dass die Bibel dir ja wirklich viel mehr auch ab eine Mutter, als wir wirklich vielleicht werden bewiesen haben. So 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 5. Dabei halte ich Erinnerungen an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt auch in dir. So, hier fangen wir einmal, wo Paulus, diesen junger Jung, ich denke, er wird über den mal ein Ältester über diese Gemeinde hier, wo er einmal Mutter sprechen wird. Dort wird sagt er, und ich bin voll Verlangen, dich zu und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, dabei ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Du musst mir uns einmal ein bisschen betrachten, was kennst du uns das für Mütter, sind die was? Was das sage ich von einer Großmutter, aber auch von einer Mutter. Dort du einmal nie, wo ein junger Ältester, wo sein, vielleicht ein 20 Jahre schon jung, der lädt eine Gemeinde an,
And you have Paulus, what all in great evangelist, as have Foss, all in the ganze Welt, du gepredigt, und nie über dem er erinnert sich in great in Tränen, ne diesen Timotheus zu kriegen. Sondern sage du, da behalte ich die Erinnerungen an deinem ungeheuchelten Glauben fest. In Durab han wurde ich mich immer wieder unter Frauen, Mütters, habe ich jene Jungs, was hier von dir an diese März sagen, dann sei ich überzeugt, dass der Jungs in ungeheuchelten Glauben leben. Wegen dort ist einfach einmal an der Pflicht. Wenn wir uns nur studieren, dann Timotheus, seine Papa, wie nicht in Christ. So wie da haben Träumen nicht die Schuld geben, man hier bei den Jungs von dir sagen, dann wenn du vielleicht sagst, die von dir dort Jeffsons, dort man an sich Christen, dort der Papa ist nicht im Glauben, aber die Mutter ist. Von dir war wieder sie, die zu betrachten. Und dann vielleicht sagen die Jungs, einzumal daneben die Jungs, der Papa, er sieht, und sagen, weißt du was, mein Papa ist nicht im Glauben, der lebt in der Welt, nicht gut in Hingeron. Vielleicht ist hier nicht die Situation in dort, aber dort ja viel manchmal dort in uns Christen. Und du hast hier gemerkt, wie sonst dort, hier ist ein Timotheus, und sie in der Papa wahrscheinlich wie nicht im Glauben. Und wir fangen hier über, wovon Unerscheid sie haben können, in diesen Jungen anprägen. Ich stehe durch die Großmutter und dann sogar auch durch die Mutter und dort in ungeheuchelten Glauben leben wird. Dann heißt du fest, der zuvor in deiner Großmutter Louise und deiner Mutter unik gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Und dann so wieder jetzt hier. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. So, wenn die Jungs hier in die Ola so ungeheuchelte Liebe haben, diesen ungeheuchelten Glauben haben, diesen falschen Glauben, dann sagt er, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Sieht alle Leute von der Altersdach zu werden, kein Unterk, wenn jene Pape, aber Gott sei Lob, wenn jene Pape sie von der Bern sein im Glauben erdient, danach lädt euch dort selbst allein sein, den Glauben wieder verdient leben, sondern packt euch an, kein und wovon alle je haben, wenn jene Mütter haben sich angestrengt und jene diesen Glauben und jene Nente prägen, und nun werden wir wieder Hans dann etwas ausleben. Wir werden einfach für den Herrn leben, du kriegst aus dem Timotheus, wo du eine besondere, eine begabte, oder eine gottesfürchtige Großmutter hast, aber so eine Mutter. Paulus geht auch wieder, er hat auch eine Mutter. Ich denke, wir können, vielleicht würden wir nicht alle nicht sein, von was die reden. Das geht nicht um seine leibliche Mütter, aber um seine geistliche Mütter. Und da werden wir uns einmal betrachten, in Römer Kapitel 16. So Paulus, er hat wirklich, er merkt dort, wovon großes Gewicht oder wovon eine große Rolle in den Mütter randet. Und du fragst mich, für das Kind von dir darf, durch das Gotteswort, die Mütter einfach Mutter sprechen, dort wieder für den Herrn schaffen. Wegen wie sollen dort ja even in der Bibel nennen geschrieben, Wort von Missionar einfach seine Mutter hier beschrieben hat. Römer Kapitel 16, Vers 13. Er sagt, grüß Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Das denke ich, vielleicht können wir uns das einmal zu harten Gründen. Er schickt einfach eine Herdgröße, so steht ut, und heute hat er auch einzeln beschrieben. Und dann sagt er, grüß Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. So einmal ein klein bisschen bekommen, wer will das? Wo kommt diese her, wenn wir uns ihn betrachten? Rufus, seine Pape, wird ihn nicht sehen, wie Simon, und da darf Jesus in Krieg das letzte Ende drehen. Als Jesus bloß nicht wieder gehen können, dann ab uns kommt das Mond durch, da war von der Stabbuhe mehr, und uns dann nehmen sie Arme in den ganzen Kreis durch, wo Jesus wieder durchgebracht und Licht durch, und dann müsste Simon, Rufus seine Pape, dann nehmen sie Arme in das Leben durch, und dann darf Simon das letzte Part von der Kreuz drehen. Und er kann nicht anders sagen, als dort hat diesen Simon so sehr angerührt, und bewegt, dass heute eine Hüstigung ist, nur das Grausame, was du passiert an der Kreuzigung. Er hat wahrscheinlich, vielleicht sein Leben total verändert. Vielleicht hast du gedacht, ihr sollt dort leben, wie nicht bloß arbeiten, aber auch du wie jemand, was du nicht wirklich wie an, also anverschuldig, rennen, herrlich,
wo sie ihn dann einfach umgebracht. Er hat das einfach augenblicklich in persönlich überlebt. Und dort ging zu ihm und dort hat sein Leben verändert. Und dort hat er nicht für sich behalten. Und was passiert, er hat dort, wie sollen dort hier Rufus, dort wie Simon sie sehen. Simon hat noch ein paar Sehens, einer wie Rufus und einer wie Alexandra. In diesem Bräurer, oder diese junge Jungs, die sind wahrscheinlich ungesteckt durch den Führer. Und dann hat die Mutter dort wahrscheinlich abgenommen, wie fängt Luther nicht viel von, er lebt nicht von Simon. Und du sollst wieder durch dort haben einmal zwei starke Christen gegeben. Und du hast diese Mutter nicht bloß ihre Sehens abgetragen für Jesus, sondern auch sie hat sich Hand gegeben, um eben Paulus, diesen Missionar, den hat sie einfach abgenommen, aus ihrer Sehen. Sie hat am gepflegt, wenn wir in Paulus heute eigentlich, haben wir noch nicht tüß, er ist alle wegen der Gemeinden. Aber hier sagt er einfach, grüßt auch mir eine, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Und hier würde ich ganz einfach alle Mutter sprechen, besonders die aus Mames, merke ich nicht abends, weil ich nach dem Besten wieder ab. Vielleicht habe ich zwei, drei Kinder in den Meer und die sitzen vielleicht, du lässt irgendwo in einem Jahr leiden, oder ein Jung leiden, oder ein Kind, wo immer, und du kannst dir irgendeinen Unterschied zu merken. Oder auch kriegst, was ich da unter der Gemeinde. Früher kommen hier nicht fern ab und predigen, die folgen ihnen vielleicht fern, so die merken keinen Unterschied in der Gemeinde. Aber hier soll wieder, du hast ein großer Unterschied. Man die beten für so eine Missionarin, für so eine Prediger, für so eine Gesangleiter, für alles, was hier angewandt hat in der Gemeinde. Du magst wieder, dort jeden Dienstes gleich ähnlich zu sein, aber wir sollen auf uns von einem änderlichen Paulus, wo er uns sich dankbar aussprach, schick einfach ein Grüßlied fair. So merke ich nur abends, breit ab, mittags, wieder, dort wieder, so geht es hier down. Aber wenn wir nicht nur lohnt, nicht wenigstens der Herrwort uns wirklich belohnen in dort. Wenn die Wiederwahlen Luther Tisch studieren über diese Rufus und Alexandra und Simon, dort 1. Markus 15, 21, du kannst Luther nur studieren, wo das Mann einfach nach erstem Leben in den Seen gewahrt, um Jesus in Kriegshaupt wieder zu drehen und wo dort hat ihr Leben verändert. So einmal just das, ich habe gesagt, Geschlecht rettet die Welt. Plötzlich die Mutterleib rettet die Welt. So Jungs, wenn die in einem Jahr sehen, und die kicken vielleicht in die Schönheit von Büten, die wollen den Schmack haben, und dazu gefallen, wenn Abraham hat eine solche Schmack früh, Gott hat alle früher schon gemerkt, dort ist reich, aber weißt du, was dort sich das Prinzip in der einzige Ursache, wo dann die früheste an der Welt sind. Die Welt von diesem Tag, die kickte früh für die Isaac an, um Sexualität in dort Part zu üben. Und eigentlich erst dort, ja dort erst uns zu teuer gegeben, um dort wie keine Schönheit haben, um dort die Ehe kann schön bleiben. Aber der Prinzip in dort erst, dort die Welt soll sich vermehren. Und dort durch dort können Retter kommen, Missionaren, Propheten. Und dort wie eigentlich durch dort würden versäumt werden in Jesus. So einmal dort ganz kalt, ab den Jungen snap. Dort nicht das Prinzip für Posten, wegen was dem alles in unserem Leben hier in dieser Gemeinde sind. Im besonderen Stück von Sosmana, die sind nicht zum schwer arbeiten. Ich weiß, wie wo ich abgewachsen sie durch Besied an Snuba, den sie in der Früh mit der von der Nacht nach Sosa Leute, ich konnte sie gut halten. Aber die Leute von Klappiefsmars und Stunde ab und dort malten. Und wenn ich vorher komme mit malten, dann habe ich die Früh nach großer Feuer verbunden durch Schrauben. Sind unsere Männer, unsere Frühe sind nicht die Caterpillars, oder die große Stärke im Muskel, aber dort sind die Stärke in dem Geist, auch in der Seele. Die geben sie keinmal ab, und wo schwer ans Männer Dinge verkommen dann, und ans Leben kommen große Schwierigkeiten an, aber die Mütter, unsere Frühe, die Weiblein, also ja, sei es wirklich sehr kraftvoll, was sie nicht haben, öffentlich bewiesen. Weil wir dort du wirklich dankbar für sein. Wir wollen uns überkicken, einmal eine Bestätigung von Galater Feuer, Fisch Feuer. Dort Gott liebt sich eigentlich bis ein Leib von all diesen Millionen, die früher was in dieser Welt sein. Und dort scheint auch wieder den Fisch vielleicht betrachten. Und Galater Kapitel Feuer, Fisch Feuer. Gott selbst hat nicht
wir wollen nicht Gott haben, nicht in der Früh, nicht all die Frühe sind, die hier in der Arm, aber hier liegt er sich einfach in der Früh. Galater Feuer, Vers Feuer. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. So, wir sollen dort den Titmus erfahren, Tim dort das Herarate der Welt kunken, in Charakter dort soll die Prinzip dort mat von dir nachher fallen. Jesus, der sieht seine Jünger, auch für all die, ich denke, wir in Raum 500 stecken, bis sie in den Himmel fahren, dort wird ja nie ein paar Jahre wieder sein, wenn wir das Leben kennen. Dann werden du viele Raum haben, dann seht ihr, dass dort, wie man, heute sagt, dass das geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und dann sagt ihr aber auch, wie sollen die Jünger merken? Und so wieder. So, und wenn wir nicht wollen, das Gehorsam wieder und dort Leib, die Mutterschaft, wenn wir dort nicht wollen, auch wieder flehen in der Gemeinde, in unsere junge Ehes, dort sie nicht wollen Kinder gebären, dann kann das gleich passieren. Vielleicht will Gott durch all diese Jungfrauen hier starke Missionaren, Evangelisten, Prediger, Diakonen, viel sollen, vielleicht kriegt ihr das in Madrid kommen. Und während wir über vielleicht auf uns dort Mutterleib treten wollen, vielleicht auf uns da ans Fleisch leben, dann kann Gott gleich das Prinzip ausfallen, was er sieht. Wenn wir haben auch gleich vor, der sieht, wir sollen in alle Welt, in alle Nationen, in alle verschiedenen Menschheiten, in alle verschiedenen Sprachen, sollen wir hingehen, zu predigen, Gänger zu merken, die anzudeuten, um dort sie wieder wollen gehen. So, du hast eigentlich eine Abgabe, ein Gebot, was Jesus an Salz gegeben hat, dort wir wieder wollen, dort nicht verschlitten und nicht angehorsam sein in dort. Und dort konnte ich wahrscheinlich Frühes geben, was nicht Kinder haben. Sie würden sich dort nicht so erwünschen. Und dort haben erst du verdient über Dach und Trost, wenn die wollen beten für so eine, was dann Kinder haben. Die können für ihren Beifuten, wegen vielen Monaten haben wie Eva tragt man an die Kinder. Ich weiß, wir haben fünf. Und während sie alle mit so jung werden, wenn der Nachmittag sagt, da kommen 90 ein von den Kleinen, wo du schlimm wirst, dort ist so ein Segen. Nicht? So wie kann ich in der Amtszeit so ein Segen einer zu dem anderen sein. Und wir wollen auch biblisch, dort kriegt man, wie kicken da an Mose, seine Mama, diese Prinzessin, die nimmt sich diesen Mose ab, aber wer soll dem fordern? Du wirst eigentlich, sie hat nicht, was zu dem Malt geben. Nur ab heute wird dort Mose seine Sester Stunde besiegt und sie lehrt dann doch, ob dort die Mütter hat können, weil wir sollen dort einfach dort, wie die aus Sesterinnen und Mütter, die können am Zeichen ihren Unter ein großer Segen sein. Wenn hier jemand, wer mangelt, der hat vielleicht Jahren gebet, Gott schenkt mir ein Kind, wenn dort erst eigentlich ein Ding, dort ist ein Instinkt, der, wenn ihr ein DNA, wo ihr einen Test nehmt, also dort so eine Nähe prabt in der Früh, der will einfach ein Kind gebären. Du kannst die Früh bis gleich ran. Dort erst du bist, und von Kindheit an, dann spielt das kleine Mädchen mit einem Papa hier, wenigstens, weil du in der Natur bist, einfach bist. Und wenn wir für so eine Sache noch weil ich beten, wenigstens, wenn du dann Kindertag wird ungelehrt und so wieder, so eine Frühe, die fallen sich mir zu drehen. Und die dürfen gar nicht. Wegen in Gottes Augen sehe ich, du wirst krank so schön, weil wir bis wieder alle den ganzen Deins für den Herrn du dann. So, und ich will einmal ans Applaudisch fragen, was sind eigentlich Mütter für ihr Leben? Die dürfen dir nicht antworten. Nicht dort könnt ihr betrachten einmal, nicht gut Karten betreten. Jede Mutter kriegt, was ist das für ihr Leben? Was ist dir was? Und für was hältst du dich? Und ich kann ein bisschen paar, wie ihr dort so einmal mithalten wird, um das zu betrachten, und so es dort stimmt. Erstens erst vielleicht, meine Mama dort erst, meistens die Glocken tut. Und ich stehe dort Excel zu checken, wo die Glocke ist, dann würde ich Mama fragen, wo die Glocke. Und wenn ich die Frau und die Glocke ist, dann würde meine Mama mir vielleicht mal sagen, weil es dort jeder nicht die erste Jugend stehen. So, das ist dort sind viele Dinge in unserem Leben, dort die Mama, die steht in das Reuer, vor dir in Gudi und so wieder. Nicht? So, vielleicht bist du ja so schön abgeprägt, dass deine Mama, die von jung ab hat gelehrt, als Verantwortung abzunehmen, hat vielleicht nicht alle geklappt und eigentlich erst deine Mama von dir vielleicht noch eine Glocke für dich. Und die Mama kann vielleicht überhaupt der Doktor für die sein. Und nie rede ich nicht bis von den kleinen drei im Feierjahrschen. Fährten auch wie Mana, wo du all dertig in Ella sein. Aber eben dann
Fun wir unsere Mama ab und sagen, vielleicht wir uns der Dritten dort ein Jahr ein Klima mit jomarieren und dann jaft ihr die Mama ein bisschen Trost wird, ein Klima mit nach der Dritten Tau und dann macht sie uns nach der dort Doktorin. Aber er sagt auch eben vielleicht auch den GPS. Was meint uns dort? Dort jaft in der Welt von dir nach viele Kinder, wo du nicht gehorsam wollen sein, weil in der Welt ist vielen Erleben, die kommen durch Medien, die prägen unsere Kinder für viel Dollar in uns in das Haus, wo sie dort nicht bern sind. Und durch Medien prägen sie die Kinder und dann waren sie rebellisch und ungehorsam. Und dann können sie mäßig mal aus der Bad rüht, wegen sie haben ihre Stuhl bringen und am Schwinsch. Und dann brauchen sie bald, wo ist mein Heim, wo ist das noch nicht, was ich mich wohl antreibe. So dann brücken wir unsere Mama eigentlich mit so einem GPS. Nicht? Wir fangen von dir mäßig mal eine Cocktailmock, wenn wir nicht GPS haben. Nicht? Wir brücken in aller Wegen. Aber unsere Mama, die dürfen wir nicht unbedingt unterbrücken. Sei Hafen so ähnlich von Kindheit und Geprägt, wo alles ist, um Ordentlichkeit, und da wir nicht einfach alles anordentlich loten. Aber erst deine Mama auch zu Gott lässt, nach deinen Sollsager. Ganz sicher soll das sein. Dort ist eigentlich reich, wenn die Mütter wegen der Hafen einfach abgetragen von Kindheit an, von Geburt an, erst sei wie in ihr Leib gewesen. Und die Mama, die merkt, dass das steht, das ist ein Instinkt, einfach augenblicklich, wenn ans Klima wird, was nicht schön geht, nicht? So soll das beim sein. Wir wollen nicht alle Mütter sein, gläubig, und sie leben einfach gleichaltig dahin, und dort nicht wegen dort Gott sein Plan, ist dort wir, sondern dann erst der Sinn im Trübel, nicht? Der früh ist noch nicht glücklich geworden in Jesus, weil eigentlich soll die Mama den Sorger sein. Beim besonders die kleine erste Jahren, und Luther unbedingt, der Mond ist jetzt alles der Hope, aber nicht dort für jeden Eckstall uns nicht erzieht, wegen wir sind einmal der Hope und dann tun wir es früh. Aber nun betrachten wir einmal buchstäblich die Mütter und wie fängt dort einfach, wo scheint dort erst, wenn die Mütter das kleine Kind von klein an biblische Geschichten verliest und wo sie einfach Jesus im Wort im Hort lag, mit ihrem Tobet, je besser ich bin, ich lied und so auch du erst, wenn wir lieden dann. Ich denke einfach, wie Männer würden alle sein, dass das, wenn unsere Mama nicht in unser Leben wir nennen, die kommen, hat uns gehalten, während wir strugglen, während wir umwassen, wir würden das nicht gemerkt haben, wir würden versagt sein. Und darauf haben es so wichtig, dass wir bekicken, dann, was scheint das erst? Und irgendwann einfach zu Gottes ihr sein, meine Mama darf hier von dir in unser Mädchen sein, sei erst mir in gewollt, ja, sehen gewas. Meine erste Sünde, die ich bekannt, die ich öffentlich wollte, dass wir als ich 8 Jahre war, dann habe ich eine große Sündenschuld an mein Hort legen. Ich wollte einfach, bis ich würde sterben und ich wusste gar nicht, wo ich mit der Sünde will bleiben. So tut er an, wie meine Mutter tut, denn mehrere danach, als ich mich mehr mitgekommen mit der großen Sünde, dann gehe ich zu dieser Mutter und Frau, so leihe einfach dort im Hort, wo mein Hort bearbeitet nicht habe. In so eine liebende Mutter, als ich habe, sie nimmt dort sie nimmt dort auf von mir, sie können mich nicht sünden vergeben, aber während ich dort können bekannt, dann darf ich von der Sünde frei werden. Und wir haben in Jakobus 5 gesagt, dort bekennet eure Sünden untereinander. Und du hast die Mütter so wunderschön, Mann, sei du erst, wie handen beludene Tod, wie handen Leute sind, ihr waren sie sind. Und ich denke einfach, hier kennt von dir ein doll Junges, ein Junge sollen sein. Handen beludene Torten, beschmutzte Torten, wegen weit ihr, was ich weiter in der Lage ist, der Sohn von euch, der Prof an sie Jugend untergerieben, an sie Jungschar untergerieben, in sie Luten, Tegurlats, Ferken hier nun dort, mit kleinen Sinn geben sie Rühm, und dann, wenn ihr den Sinn nicht getan habt, dann sagt der Sohn von sie, nie behaltet dann auch. Wegen die verlauten sich so sehr abgehend, die wollen nicht singen, nicht testen nicht, wenn die da nie was gut sein, dann testen sich an die, weil die dort eine Lehre von Sohn tun. Die Mütter, die täuscht sich nicht, wann wir kommen sind, bekannt. Das ist immer wahr, mit oben arms du, im Freitag, wenn in Sinn der Buße, der hat Christus Jesus da. So, dort fängt wir einfach, diese Sollsagerin, die Mütter, wenn der Raum ans Leben ist, dort ist besonders sehr wichtig, dort wir dankbar für sein und dort wir dort nicht misshandeln dürfen, dort nicht missachten. Die Mütterschaft Gottes. Wir konzentrieren uns sehr auf die männlichen oder väterlichen Eigenschaften Gottes. Darin ist nichts auszusetzen, es sei denn, diese irdische Metaphern definieren oder begrenzen unser Verständnis von Gott. Der Mittertag ist eine perfekte Zeit, um alle an die schönen mütterlichen Bilder zu erinnern.
So wie das like der einzige Tag, wo wir unsere Mütter mal den Tit geben. Nicht von der jeder mal anjüngt. Es ist gewöhnlich daran, dass die Welt ist so drag, die Kirche in der Gemeinde ist gewöhnlich sehr vollgepackt und drag, aber für diesen Mütter-Tit habe ich so wenig Tit, nicht für den Tag. Und ich denke von dir aus, ein sehr schöner Tit einmal ans Stück wieder in dort nennen zu lassen. Wenn wir Psalm 31, Vers 2 immer lesen, sollen wir uns die Bibel wieder lernen. Psalm 31, Vers 2. Ich will wahrscheinlich lesen, O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. So, hier macht wir einmal mit dem Wort betrachten, was David hier sagt. Er sagt einmal, oh, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Wo kommt das her? Wo kommt das David her? Wo kann es uns jetzt sein? Und der Antwort fängt wie du so, nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Hier geht er drauf bei seiner Mama, wo geborgen, wo beschützt ein Kind einfach bei der Mama ist. Und so stellt er sich hier fair aus dem heute einfach ein Mann Gottes. Und hier geht er drehbar bei der Mutter. Nicht? Wahrscheinlich ist er nicht wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Und wenn die Mama das Kind ist not und schwindelblattig, die Mama nimmt das ab, bereinigt dort und fragt nach was Quantitäten geben. In der Scheunerin steht, fängt wie, glaube ich, gar nicht, ab jeden aus Krieg dort. Nicht? Bloß wie für jeden dort zu fragen, wo viel hundert Mal die Mama dort haben ans Leben angewendet. Und wie sollen das über, der hat nicht bloß ans öffentliche Bereinigen gespeist, sondern auch, wo das Hort so beruhigt kann werden, wo unsere Seele kann beruhigt sein, während sie haben uns auch von Clean-up an, ab dort wird Gottes Nab geliert. Wir werden uns auch ein Beispiel betrachten, was mir wichtig war, eine Geschichte. Du hast eine Mutter, sie hat einen Angläubiger gesehen, ich weiß nicht, aus Gehirn sind dort in der Meer haben. Das Junge, der lebt ganz glückartig in Drogen, in Nachten nicht von Tüß. Und diese Mutter, sie hat sehr, sehr viel beten, sie ist gläubig. Und in einer Nacht hat sie einen sehr schweren Tiet, sie konnte aber nicht schlupen, und sie geht im Bett sehr, sehr. Und sie fällt einfach. Du sein Beuse jährst da einfach, wo sie durch einen grasligen Kampf, wo sie überbeten wird. Und da hat einfach die ganze Nacht über gebeten und gegen morgen kam der Junge dann hüß. Und dann frage ich, nach nur 2 Jahren, dann ob ihm dann bekehrt das Junge sich. Und dann frage ich diese Mutter, diesen Jungen mal, was einmal hat denn dein Nacht belebt? Und dann sagt das Junge, sein Herr war alle top, danach über getrunken und gedrogt. Und über dem hat er wollte verloten, und ich steige Wasser, alle dick voll Schnee, sehr kalt. Und dann ist er umfangen zu gehen, und ab einem dann wieder konnte er sich nicht denken. Und dann kam eine Angewohnheit in aller Mond vorbei, das sage ich nicht bis Luther in seinem Leben, kam eine Angewohnheit, kam in aller Mond danach einfach. Und der du kriegst wie den Stich vorbei, wo Tümmel danach wer wird vorbeigehen und fängt kriegst diesen Sehen durch, im Schnee. Und dort ist nicht anders als diese Früh, du sitzt dort, diese große Kämpfe, wo sie durchgebetet hat danach, dort hat einfach diesen Mond abgewagt, wo du danach schläubst und sie ging einfach bis Gott lehrt in einen Stich, wo das Sünder einfach lehren darin, wo du dort gefroren sein. Hat Gott den abgewagt, den genommen zu seinem Haus, den geflecht, oder nicht hat gestorben, und nur 2 Jahre zum Glauben gekommen. So einmal bis Kurt, auch über Gebär, wie wir nicht an seinem Mames, ihre Gebärer waren, wie die würden hier noch dachten können, die so wenig alle Gebären würden nicht zureden, wo viele Mütter späten dann. Und wie wir nicht so Leute, das sage ich, alle möglichen Mames, wenn die nicht gebet haben, wo würde ich sein? Das Leute können wirklich sagen, aber das ist nicht bloß ein Leute, sondern das ist eine Realität. Die Mames wollte für uns beten, und dort erst ähnlich, dort wo wir hier sind, von der dort, wie kann gläubig geworden sein, wegen der Hand viel im viel gepflegen, um Gott zu werden und zu bitten, denn dort wir dürfen zum Glauben kommen und bewahrt sein, ab all die großen Versuchungen, die in dieser Welt sind.
Und Gott sei gelobt, all wie wir noch kein Mames haben, ich denke, wir haben einen großen Verrag, dort sie für uns leben, nicht bis nun, dort wir sind im Glauben, die kommen über in unserem Glauben, dort sie uns für uns beten und hoffen, dort wir wissen können. Wir wollen uns eine solche Begebenheit bekicken von Lukas Kapitel 8, Vers 44. Sie sind vielleicht früher, wo du voll bei dir sein, wo du leiden tun. Das verdient auch ein ganz besonderer Trost. Lukas 8, Vers 44. Mir riet das so sehr am Hort, wenn ich diese früh betrachten do, wo sie dort ernst nehmen dat. Und muss krieg die vielleicht, wenn die hier leiden das. Oder die wollt jemand, der das sei leiden. Und ernst in uns sagt vielleicht um Krankheit oder um solche Krankheiten, dann darfst du auch mit diesem Trost du sein. Das geht hier um eine große Schar Menschen. Jesus, wie hier immer die Wahrheit auf dieser steht, hat kommt über das Galiläische Meer, denke ich, wie dort, und funkt durch diesen Mond, wo die geht wie im Gräber. Und während Jesus die Hand kommt, wird wie dort diese Gäste, die Sprache hatten, oder dort sie können in die Schweine fahren. Und das Junge war zu früh. Ich war nicht ab dem Namen gut zu deuten, aber einmal, dass wir wollten, das wird Jesus hier auf diesem Platz deut. Und nur dem, bald kommt Jesus frisch dreht, kriegt nicht diese selbe Stehe durch. Und das sagt die ganze Schar Menschen, die lüden deine Arme. Wenn wir uns verspätet haben, als Jesus zurückkam, ja, schau erst, dass ihn die Volksmenge freudig empfing, denn sie warteten alle auf ihn. So, Jesus wird einmal hier in dieser Gegend gewahrt, wenn wir sagen, dass das Jesus der erste Feierwerk gewahrt. Von dir kommen die waren alle freudig hierher. Keiner kann mehr und sehen, die Mark waren hier in die Kirche gefahren, sondern die werden alle freudig durch. Nun werden wir gucken, was hier passieren wird. Die wird eine Früh, ist ich das Mondtable für Jesus auf Knäus und sage, komm schwind zu meinem Haus, wegen meiner Tochter will sterben. Dort du die Botschaft durch, Jesus geht auch ab diesem Mond in Segun mit einer großen Schar Menschen an Bord bedrängt und beklügt. Und auch uns passiert da was ganz, ganz Besonderes. Ganz was Besonderes, das wird sehr wichtig. Und dort erst du es eine Früh, wo du 12 Jahre auf dir leiden und eine Krankheit, und eine Blutung, das wie eine Früh, wird nicht können gebären, wegen sie hat eine Krankheit in ihr Leben. Und weil in der Krankheit, die Vierer, der da nicht bis aufholen von Kindern gebären, sondern dort Vierer in ein Leben nennen, wo sie wirklich sehr verachtet wird. Und eine Person, die in dieser Krankheit leben, da in der Bibel steht, der kann nicht ähnlich manchen Menschen leben. Sie wird so ja tötet und sie muss so ja für sich kaputt sein. Sie hat alles verdachtet, was sie hat. Sie hat kein Geld mehr. Und sie wird in vielleicht sogar eben ein Monat verloren werden. Wie weit, wenn dort leibliche Part nicht fängt, schafft in der Früh, so ja fertig passiert dann, dass der Monat rebellisch wird gegen die Früh und so wieder. So hier ist diese Früh, die kommt in diesen bedrängenden Kronen zu nennen. Und ab einem dann mag sie hat gehört, er gefangen dort in Jesus als Heilung. Und sie ruft all ihre Verachtung, was sie in ihrem Leben gehört hat, in ihre 12 Jahre krank war, dort alle, dort sie nicht tüß holen und tüß wieder liegen blieben und anmutig sein, sondern sie ruft sich taub und kriegt, wo man die Schar Menschen und prüft, dass sie was, wo ein Blick kriegen, um Jesus anzurühren. Und das denke ich, soll jemand aus Mittag einmal unter ihren Hort nehmen. Was immer die Situation in ihrem Leben ist, als dort die Handfläche in ihrem Mund verloren, oder wer immer in ihrem Leben ist, wache gehen, vielleicht ein Kind, wie weit meine Schwester ihr Sehnsterf ein paar wegdreht, durch ein Gerosa mit Anblick durch, und aus ihrem Sehn ist gestorben, sie kriegt einfach ganz weit, einfach so, als wenn ihr Leben nicht wirklich auch zu eng wird. Sie kriegt ganz stier und muss sich mäßig und sagt sie, was nicht. Weil ihr dort, wo eine Mutter eine Verantwortung nehmen bei einem Kind. Ihr Kind stoff wach und dann fällt sie einfach schier, er hat was stumm blieben. Weil ihr so dicht wie in so einer Ohren Hand an seine Mama ist an. Wegen der Hand uns wirklich läuft, wegen wie ein Geschenk von Gott sein. Und dann kommen diese Mama vielleicht fertig mal in eine große Versauung. Sie kommen in eine Städte, wo sie sich nicht mehr im Arsch fallen und ihr Leben ist dies dafür erleben und so wieder. So ist alles so hoffnungslos. Aber was immer die Situation ist, wenn die Lärchen, die in den Nerven, vielleicht hast du nicht genug Unterstützung gekriegt von den Mond in deine Zeit her, aber ich weiß nicht die Situation, aber komm in diesem Moment. Jesus ist bedrängt, ist trock, der geht in diese Familie, weil den Jungen abwarten vom Tod. Und wenn du das Mädchen tust, aber Jesus hat danach Zeit, wegen Herrschworte, die du im Vers 44 sagst.
trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Und Jesus fragte, wer hat mich angerührt? Bitte ditzt der Scheinheit, in Jesus nachzufolgen. Kein und wo tragt Jesus erst, kein und wo schwierig die Probleme erst aus dem Namen. Aber wann die Waschung glauben, in die Knäuen raufgeloten haben, rauf, ganz raufgeloten haben, die wasch bloß einmal ausstreichen, nehmt beim so viel Kraft, streicht beim deine Hand einmal aus und rührt diesen liebenden Jesus an. Und dann wird Jesus sagen, wer rührt mich an? Und der wird die Antwort geben, ganz überzeugt. Der wird die Fuß eine Antwort geben und hör ich, was ich wieder was. Der wird nicht bloß die Antworten, sondern er sagt, du wieder versaß für dich. Jesus aber sprach, das hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. So Jesus, der will nicht bloß die in diesen Leidenschaft luten, aber der will auch seine Kraft verteilen mit dir. Die allein darfst du die Kost gleich drehen. Die hast welche Proben, du eine lange Zeit aus der Mame, aber jetzt wird die was versagen. Wegen, wenn die dort ohne Jesus wärst, die kostet gleich. Und Jesus, der ist du in das Reute, wenn die was ausstrahlen, der will seine Kraft geben zu dir. Und dann warst du frisch sicher, und du warst frisch mutvoll und du warst so abgehauen in dein Leben. Und dann hör ich wieder, was passiert in dein Leben. Dann ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. 47. Als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd viel vor ihm nieder und erzählte ihn von das ganze Volk. Das ist der nächste Punkt, was du vielleicht hörst. Diese Frau, ehrlich, wann sie wurde handelt, bekannt öffentlich, was sie für eine blutige Frau war, wurde sie noch doller verachtet worden sein von dem Mann. Wenn ich komme an Jesus, sie hat Fußheilung gekriegt, nicht weil Jesus hat sie aus Ried gekommen, was sie leiden ist. Und dann sagst du einfach Fuß, ich fall vor die Duhl und sitzend, dann sagst du, das wurde ich für eine Krankheit habe, im Fuß werde ich geholt. Und dann hier wird ganz, ganz besonders, was scheint. Dann sagte er, aber sprach zu ihr, sei getröst, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin im Frieden. Diese Antwort was die kriegen. Die was diese Antwort von Jesus, von der kriegen, ich garantiere dir nicht, dass die was leiblich geholt worden. Aber die soll, wenn der anruhig in Fall weiter ist, die was Jesus anrühren, dann wird Jesus sein, dein Glauben hat dich geholfen, guten Frieden wieder in Leben für den Herrn. Er sagte, er aber sprach sie, sei getröst, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin im Frieden. Die wollen like, nicht einen anderen Bibelvers fängen, wo Jesus wird sein, Tochter. Du hast noch was besonders in das Einsatz. Jesus, der sitzt so eine demütige Frau, die kommt einfach ab, ihre letzte Chance, sie hat keinen Doktor mehr, kein Mensch mehr können ertrösten in ihr Leben, du bist nicht mehr, alles wie verdoktert. Und hier bei uns kommt diese demütige Frau und rührt am Ohn. Und dann nennt Jesus einmal er bei uns Tochter. Das wird ganz besonders. Er nennt er einfach ab aus dem Führer. Jesus ist der Führer und ist meine Tochter geworden. So er adaptiert her, du kriegst du Ruts, kriegst es heute diesen Mann am Kreuz dort. Heute wirst du mit mir im Paradies gehen. Weil so besonders ist Jesus, zu jemand aus früher sagt, dass die Damen weiten, die Damen Jesus einfach antasten, gut rührt im Glauben. Und dann, wenn Jesus ihn gejäft hat, bekannt dort mit einem Zeugnis, dass Jesus ihn Heilung geschenkt hat. Gut, wir wollen uns hier Tierpunkte betrachten, wo eine Mutter verlangt von uns alle. Please, nehmt die Tieren ab. Die Jungen sind alle smart, die haben vielleicht ihre Smartphones alle in ihren Phone, ihre Fab von der, vielleicht haben altersstandige Peter bessere Ahnung als wir haben, dass die den Mann da bieten lassen. Aber wenn die dich auf einem Hahn, aber die haben eine junge Memory, das sind Tierenbeachtungen, die eine Mama will von uns alle haben. Und das soll wieder geben. Und es, sie will Acceptance haben. Sie will ungenommen sein aus einer Mama. Weil die, wie kann das ganz leicht in den Flurwaschkarren haben oder in den Flurwaschpensel oder zu irgendwas verachtet wird, aber weil die, was dort sich wohl gerade aufgestellt hat. So bitte nehmt die Mama, gebt ihr diese eine ihr, nehmt ihr an, als die Mama wirklich ist. Das ist ein Punkt. Der zweite, so nah jung, sie will einfach, sie will mit ihnen umgehen können. Kommt eine Ehren gut, dort, sie will auch zu ihnen kommen, dort nicht deren zu schlüten, sondern sie will eine Zuneigung zu ihnen haben. Wertschätzung, sie will wirklich in Wertschätzung
im Acht genommen sein. Wer wird wirtschaften? Wer wird Frauen, die mehr wird halten? Wer wird dort? Einfach im Wert geben. Und dann werden sie auch in Approval haben. Das ist erst einmal die Mama in der Approval, der haben sie einfach von Gott und dort werden sie auch wieder in ihr Leben holen. Beachtung, sie werden beachtet worden, Geborgenheit, sie werden eine Geborgenheit haben aus einer Mama, Ermutigung, sie braucht dort auch, wie er ermutigend. Besonders für uns als Männer, eure Mann, zu früh, wenn wir diese unsere Früh, was Gott uns schon auf nicht wollen, für er soll Sorge sein, sei versagt mit den Kindern. Du hast so viel Arbeit in den Kindern, so werden wir er einfach wirklich ermutigen. Einfach viel er Mutter sprechen und was immer sie lieben hat, für er beten und dort sie weit, dort wie hängen er Stunden. Sei will überhaupt respektiert sein. Wenn wir unsere Mama nicht respektieren, dann eigentlich dann da wie was sehr kostbar ist, wie dort den Segen wahrschieben. Sie wollen auch eine Sicherheit haben und sie wollen auch Unterstützung. In alle Sieden her, sie wollen eine Unterstützung von uns haben. Aus Ehemann, aber besonders aus Kenia. Gut, diese drei, das ja immer Kartoffelfoten. Ohne Mutterschaft existieren wir nicht. Kein und wo Flag, wir haben unsere Mütter abgekickt, bei Tito. Kein und wo Altmut steht, was ist. Kein und wo für eine Kleider, die uns im Jahr ist, die Dachten haffelt, untragen, wo immer sie, diese Mama, die was ist. Aber ohne diese Mutterschaft wirst du hier von dir nicht sein. Das ist klar am Punkt. Und dort wurde so zu mir schauf. Wie viele Abortions, Millionen der Abortions von dir, was passieren dann, in die Leute sollen ja nicht leben, wegen Satanhaft. Große Königs in der Welt können dort angeben, wer wir Abortions haben und die Kinder können nicht zur Welt kommen. So, und wenn unsere Mamas nicht würden Gott gehörsam gewahr sein, dann würden die Kinder hier von der Welt nicht sein. So, wer wir unsere Kinder einmal unsere Mama diese I geben und Gott für dort loben, während so hauptsächlich was uns zu gebären, werden wir er wieder segnen. Durch Mutterschaft geraten wir alle in die Trennung von Gott. Durch Mutterschaft bekommen wir alle Rettung für unsere Seelen. Und kommen in die Gemeinschaft mit Gott. Amen. Ich würde für uns, wenn es einmal will, hoffen, dass wir beten. Herr Jesus, wir kommen vor dir, wir danken dir für so eine wunderschöne Mutter, aus dir Hans hast, alle in uns Leben gesagt. Viele von uns hier haben vielleicht auch nicht eine Mutter, aber wir haben eine Tiet eine. Wir danken dir ganz vom Herzen, für wegen ohne er hat wir nicht könnt zu dieser Welt kommen. Und wenn wir nicht wieder zu dieser Welt gekommen, dann würden wir nicht kennen, in den schönen Himmel sein. Dann würden wir nicht gerne Frucht ausarbeiten hier von dir für die. Dann würden wir nicht von dir predigen können für die. Wir würden nicht gerne Salz sein für diese Erde. Wir würden nicht gerne Licht sein für diese verlorene Welt. Und darum sagen wir dir so einen herzlichen Dank, dass du hast schlicht Eva gebrückt, denn dort sie können gebären. Du hast Moses seine Mama gebrückt. Du hast viele neue geistliche Mamas auf dieser Welt gehabt. Du hast Maria gebrückt und du hast auch unsere persönliche Mama gebrückt, denn dort wir können geboren werden. Du dank wie die Herr Jesus. Wenn ich bekannt wie über für alle andere Speik, was wir fährten gegen unsere Mama gehört haben, für alle Andankbarkeit, was wir gegen ihr haben. Wir haben uns vielmal verschuldig und versinnig gegen die Herr Jesus. Wir beten einfach um Vergebung. Wir freuen uns, die uns das Buch in uns fortleihen, dass wir so lange als wir leben wollen, dankbar sein und unsere Mamas in Segen sein. Jesus, in die Umwelt wird immer Dank sagen. Amen. Der Herr segne sein Wort.